Und da sind wir wieder bei Xenoblade Chronicles 2. Wir sind auf der Suche nach Nia, haben jetzt hier, ernsthaft, das ist ein... Meine Meister. Okay. Nee, den wollen wir aber nicht. Wir wollen Nia finden. Weißt du etwas über ein Mädchen namens Nia, das von den Dainern gefangen genommen wurde? Nee, keine Ahnung. Aber die Erwachsenen tuscheln schon den ganzen Tag untereinander. Es sollen irgendwelche gefährlichen Leute hier aufgetaucht sein. Der Krieg zwischen Mor Adain und Uraya ist erst 10 Jahre her. Ich hoffe, wir können hier weiter in Frieden leben. Naja, die adaianischen Soldaten werden uns schon beschützen. Okay. Ah ne, du bist das gar nicht. Oh, schön beiseite geschoben. Hui. Weißt du etwas über ein Mädchen namens Nia, das von den Adainern gefangen genommen wurde? Ja, ich habe davon gehört. Ein Torner soll diese Nia sein. Und anscheinend stammt sie aus Gormod. Nia. Apropos, der Name weckt Erinnerungen. Gab es da nicht mal eine Lehnsherrin von Echel, dessen Tochter halt... Halt, reden wir besser nicht drüber. Die Geschichte ist leider ziemlich unschön. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Vielen Dank. Nia die Torner. Aber Nia als Tochter einer Prinzessin? Oder einer Adligen? Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber... Oh, ein Wandbild. Das sind ganz kleine Schriftzeichen. Okay, Talent unzureichend. Also ein Wandbild kann ich jetzt noch nicht lesen. Ah, da hinten ist irgendwas. Ganz schön heftiger Auftrag. Ja, ja, schön. Jofan, will nicht gegen dich kämpfen. Turuni. Weißt du etwas über ein Mädchen namens Nia, was von den Adainern gefangen genommen wurde? Turuni weiß Bescheid, ja. Aber Beruf von Turuni ist Verwandeln von Infos in Kaching. Plauder, plauder, ohne Kaching ist nichts drin. What the fuck? 3000 Gold! Ein Gormotti wurde auf einem Titanenschlachtschiff eingesperrt. Danke, Pon. Im Titanenschlachtschiff wird weibliche Gormotti gefangen gehalten. Name von Häftling hat Turuni leider nicht erfahren können. Aber gibt Flüstergerücht, das ganze Riesenschiff nur für kleine Gefangene angetanzt ist. Leute aus Gormod eigentlich auf gutem Fuß mit Kaiserreich, wollen keinen Zank. So lautet Turunis Zusammenfassung von allgemeiner Stimmung in Torigod. Puh, damit alle Infos raus. Freunde zufrieden? Danke. Das war jetzt einfach. So, jetzt wissen wir, wo Nia ist. Und jetzt müssten wir in die Richtung und runter. Da ist das Schiff. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Okay. Ja, den kann ich voll hin und her schieben. Hihihi. Ne. Geil. Okay, wir müssen also wieder runter. So. Auf der Höhe ist sie irgendwo. Thoras Geheimtür. Dann zurück ab in die Höhle. Nia and Dromark executed. It doesn't bear thinking about. But getting aboard that warship will be no mean feat. We're going to need an ironclad plan. Army port is under heavy guard. Die Zeichnung, Hammer. I guess we'll just have to mount a full-on attack. No, Rex, we can't put everyone in danger. Right, sorry. Übers Wolkenmeer schwimmen? This is one of the Grand Arbor's routes, right? If this map is correct,
It goes all the way from the quay to the hull of the warship. And here. It looks like some kind of cargo entrance. Could we sneak on that way? Oh, right. No one will spot us if we sneak in from below. Security light around this entrance. At night, not even workers here. Looks like this is our only option. Then it's a plan. Tora? Tora, have something to show you. Klang jetzt böse irgendwie. What's this then? Nobody ever see this before. Secret of Tora. An artificial blade. An artificial blade? I can't believe it. Tora have always wanted to be driver of blade. But Tora... Tora has no potential to awaken Core Crystal. Oh, man. How could you know that? Surely you just have to try and... Oh, you did, didn't you? Yes, 1 year ago, Tora applied to drive a recruitment man. Oh, dearie me. Oh, Tora, you mean you... It was bad. Tora had nosebleed for 3 days. Drei Tage lang Nasenbluten, oh mein Gott. Just a nosebleed? What you mean, just? People die from loss of blood, you know? Yeah, but from a nosebleed. Anyway, moving on. For a near-death experience, you're awfully casual about this. Anyway, back to Tora's blade. When complete, even no potential Tora can be a driver. This is simply incredible. You built this blade from scratch, Tora? It was started by Grampypon and Dadapon. But Grampypon die, and Tora still not know where Dadapon go to. Oh. So Tora will finish blade myself and become a driver like always wanted. Then Dadapon hear about Tora's success and come back home, yes? Oh, Tora. By the by, Tora, this blade, as far as I can see, it looks complete. What is there left to do? All Tora have left to do is buy missing parts. But Tora have no money at all. Oh, really? Really? Nothing. At all? Not even one gold. So you're asking for a loan? Not loan. closer to generous donation. Just like a Nopon. Always shrewd when it comes to gold. But if Tora completes artificial blade, combat capabilities will be big help on mission. Eine künstliche Klinge, oh mein Gott. If it works, you may have a point. So, how much exactly do you need? Oh, no more than 60,000 gold. 60,000? Do you want a kidney as well? Calm down, Rex. I think we owe Tora our help. If it's just money he needs, I may be able to assist. Assist? How exactly? Nothing illegal, I hope. Don't even joke, Gramps. This is a natural crystal. It should fetch around 60,000. No way. We can't let you sell that. But... No, it wouldn't be right. That's it. I'm paying for the parts myself. Very admirable. Mama! Rex is too generous. This blade of yours had better be seriously useful, though, Tora. Leave that to Tora. Well then, let's go, I guess. Yippee! Will they really be okay? I suppose they'll have to be. Also, was brauchst du denn alles, um deine künstliche Klinge fertigzustellen? Tora braucht optimal Distanzsensor und 3 Bionenkonnektoren. Oh, davon habe ich noch nie gehört. Weder von dem einen noch von dem anderen.
Optimaldistanzsensoren braucht Tora für Augen von künstlicher Klinge. Verstärkt Sehkraft enorm. Ist leider nicht billig dran zu kommen, geht aber nicht ohne. Und diese Bionenkonnektoren? Bionenkonnektor ist allgemein extrem nützliches Teil, aber Tora braucht vor allem, damit Hut nicht runterfällt. Wäre da ein herkömmliches Stück Schnur nicht ausreichend? Und wo können wir die Bauteile kaufen? In tollem Krimskramsgeschäft namens Krämerladen Magier. Laden ist eine Seitengasse, gleich links neben dem Eingang von Torrigod. Dann müssten wir schon dran vorbeigekommen sein. Okay, dann nichts wie hin. Oh, und wir können wieder Sammel-Items holen. Come out, come out. So, sammeln wir mal wieder schön das Holz hier ein. Oh, diesmal ein bisschen weniger als sonst. Naja, egal. Also rennen wir wieder hin. Wir könnten per Schnellreise hin, das wäre aber auch wieder schade. Weil so kommt das Spiel gar nicht zur Geltung, finde ich. Und ich finde, dieses Spiel hat es wirklich verdient, zur Geltung zu kommen. Wobei ich jetzt gerade sehe, ich bräuchte mal eine Karte. Eine etwas größere. Ich will keine Schnellreise, ich will eine Karte. Minus? Nein. Nein, 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 nein. Ich will nur eine Karte. Nur eine Karte. Einfach nur eine Karte. Ah. Ich muss in die Richtung. Wohnviertel Grott. Da unten war eine Aufgabe. Eine Quest. Ah, hier sind wir richtig. Gut, ha, puh. Nette Aussicht. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Die Aussicht ist wirklich bezaubernd. Ja. So. Ja, wenn man springt, dann verliert er hier irgendwie an Speed, statt dass er schneller wird. Gleich sind wir da. Hier ist... Oh, das ist eine Aufgabe. Händler da oder hier die Aufgabe? Was hat er denn als Aufgabe? Ja, komm, Nebenquest wollten wir jetzt erstmal noch nicht machen. Magier. Hereinspaziert, meine Lieben. Tora, hier um Bionenkonnektor und Optimaldistanzsensor zu kaufen. Oh, du bist doch der Noppon, der exakt diese zwei Teile neulich so angeschmachtet hat. Was? Tora wurde beobachtet. Naja, nicht absichtlich, aber wenn jemand 3 Stunden lang dasselbe anstarrt, fällt das irgendwann auf. Leider muss ich dich enttäuschen, die Optimaldistanzsensoren sind gerade alle ausverkauft. Pionenkonnektor haben wir noch jede Menge, die kosten 4000 Gold das Stück. Dann wären wir mit 3 Stück ja bei 12.000 Gold. Mensch, die sind teurer als ich dachte. Rex Rex hat versprochen, Bauteile zu bezahlen. Jetzt kein Rückzug, sonst Tora ewig schmoll schmoll. Ja, ich weiß, versprochen ist versprochen, nur Mann, das ist echt nicht billig, hm? Sag mal, Junge, du bist nicht zufällig ein Bergungstaucher? Und ob ich das bin? Ein richtiger Profi sogar, wenn ich das mal so sagen darf. Warum versuchst du nicht einfach, die Biokonnektoren selbst zu bergen? Zu dieser Jahreszeit sieht man die wohl recht häufig aus dem Wolkenmeer. Die ist gar nicht mal so schlecht, das könnte klappen. Ein Versuch wäre es ja wert. Prima, fein. Rex Rex versucht Tora feuert an. Ich feuer dich auch an. Na toll, jetzt darf ich auch noch tauchen gehen. Ja. Das größte Problem ist und bleibt wohl der Optimaldistanzsensor. Ließe sich so etwas nicht vielleicht aus dem Wolkenmeer bergen? Eher nicht. Man findet die fast nie, nur wenn die Titanen in ganz bestimmten Positionen sind und die Strömung stimmen. Und selbst dann bräuchten wir immer noch eine gute Portion Glück, um die tatsächlich einen zu erwischen. Wenn wir alle Zeit der Welt hätten, wäre das vielleicht eine Option, aber die haben wir ja leider nicht. Hier, da kann ich kurz stören? Wenn mich nicht alles täuscht, ist die Dame dort eine Klinge und du bist ihr Meister, korrekt? Huch, ist das so offensichtlich? Halt, stopp, stimmt alles nicht. Rex, Rex und Tora sind auch Klinge. Und ich bin ihre Meisterin. Ach was. Wenn, dann wäre ich ja wohl der Meister. Leute, glaubwürdiger geht anders. Können wir nochmal von vorne anfangen? Sachte, sachte, macht euch mal nicht gleich ins Hemd. Ich bin Botaniker, kein Soldat oder so. Mein Name ist Zedwin. Freund ist Botaniker. Sieht nicht aus wie Botaniker, sieht eher aus wie oberstarker Hauhau-Meister. Das kriege ich öfter zu hören, wenn auch nicht genau der Formulierung. Na, jedenfalls, ich wollte nach Lashan rüber, aber da lungert ein Monster rum, mit dem ich alleine nicht fertig werde. Ich habe bereits versucht, die Armee um Hilfe zu bitten, aber da wollte mir keiner zuhören. Dann habe ich euch gesehen und mir gedacht, die sehen stark aus. Die könnten mir helfen.
Ich habe in meinem Lagerhaus noch einen optimalen Distanzsensor. Falls ihr mir helfen wollt, gehört er euch. Fantastisch. Dann sind wir dabei, würde ich sagen. Die Insel Lasham ist leicht zu finden. Verlasst die Stadt durchs Haupttor, dann seht ihr auf der linken Seite. Erledigt dort bitte das Juppenkrabbel. Aber überschätzt es bloß nicht. Dieses Biest kann gut austeilen. Teil 2. Gut, dann machen wir Teil 2 erstmal. Bevor ich tauchen muss. Okay, das heißt also, Teil 2 ist da hinten. When did it get so late? Oh, and I've started glowing. Was? I'm a bit self-conscious. Was? Du hast das. Oh, Tatsache, sie fängt an zu glänzen, oh Mann. Offensichtlich ja geht das nicht, Pyra, oder? Aus der Stadt raus links, hat er gesagt. Ah, toll, ich komme da gerade nicht rüber. Schöne Sache. Was ist das denn? Ein Krug? Müssen wir jetzt echt tags da lang? Tagsüber? Schade, hier ist. Bei manchen Spielen kann man ja hier echt querfeld eingehen, aber hier anscheinend nicht. What have we here? Also gehen wir jetzt hier mal außen lang. Ja, der ist Stufe 9. Den will ich jetzt nicht mich mit dem messen. Ich bin zwar auch jetzt nicht schlecht, aber man muss es ja nicht gerade herausfordern. Oh, das ist eine Truhe. Cool, ein Schatz. Treasure acquired. Okay. Wo kommen wir denn jetzt hier am besten runter? Hier? Oh, Tatsache. Hahaha, Stufe 43. All in one piece. Genau, Stufe 43 Gegner. Jawoll. Ist es der? Das muss das Monster sein, von dem der Cedwin gesprochen hat. Hm, das sieht im wahrsten Sinne des Wortes nach einer harten Nuss aus. Tora würde Nuss gern knacken, ist aber kein guter Kämpfer. Würde ratzfatz als Häppchen im Monsterbauch hier enden. Keine Sorge, Tora, den kriegen Pyra und ich auch zu zweit hin. Stimmt's, Pyra? Das glaube ich auch. Aber Rex, vergiss nicht, dass du auch noch andere Klingen außer mir zur Verfügung hast. Da sagt sie was. Ein guter Meister muss lernen, alle seine Klingen gezielt einzusetzen. Ihr habt recht. Ich werde dran denken. Also dann, auf in den Kampf. No! We lost the upper hand. Ow. So, wie kann ich jetzt Pyra wechseln? Let's keep this up and we'll win for sure. Okay. So. Double spinning edge. Oh, verfehlt. Nein, ich möchte dein Feuer noch nicht Der hat ein bisschen was ganz schön im Kasten. Oh, Pyra, komm. Und jetzt komm, schlag zu. Und der nächste Schlag. Jawoll. Blubbernebel. Na komm, machen wir das. Exzellent, okay. Aber ich konnte jetzt keine andere Klinge verwenden. Wie mache ich das denn? Wurde mir nicht erklärt. Oh, da kann ich aber... Da kann ich aber tauchen gehen, ne? Sehe ich gerade. Untersuchen. Ja, dann gehen wir mal in den Silber. Time for some treasure hunting. Okay, B oder A war es. Nein! Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass er dann X nimmt oder A nimmt oder... I love
the smell of salvage. Ich bin total voll runtergefailt. You're all mine. Wahrscheinlich habe ich jetzt kein Glück damit, ne? Nö. Okay, also nochmal. Alter, da muss ich erstmal nicht rechnen. Ah, A bereit hatten. Ich hab gedrückt. Ich drück echt zu spät, kann das sein? Oh no. No, 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 stay away. Oh oh. Auch noch ein Gegner. Und irgendwas. What the f... Alter, was? Don't push yourself too hard. Wo bin ich denn jetzt? Ach du Scheiße, wo bin ich? Ah, das war wieder die falsche Taste. Ich wollte X drücken diesmal. Ich bin in Gormod. Ich bin auf der unteren Ebene, glaube ich. Nein, ich bin auf der oberen Ebene. Ach genau, Lasham. Da hat er mich hin teleportiert. Ja, ansonsten, ne? Dann Torigod, komm. Tore von Torigod, ja. Sonst keine weiteren Probleme, ne? Nein. Warum auch? Wir sind da. Vielleicht finde ich hier irgendwo auch nochmal einen Ankerpunkt, wo ich angeln gehen kann. Das war jetzt eben gerade echt saudumm. Wo ist er denn? Da ist er. Ihr seid wieder da. Das Juppenkrabbel ist Geschichte? Da habe ich ja wirklich die Richtigen gefragt. Dann will ich auch zu meinem Wort stehen. Hier ist der versprochene Optimal-Distanz-Sensor. Vielen Dank. Der lag bereits im Lager rum, als mein Opa noch lebte. Daher ist er etwas verstaubt. Sollte aber noch gehen. Danke für eure Hilfe. Jetzt sollte alles in Ordnung sein. Okay, jetzt müssen wir die andere Quest suchen. Okay, das ist die andere. Wo ist die denn? Hereinspaziert. In der ganzen Stadt findet ihr keine besseren Creme. Ich kann sie jetzt hier kaufen. Die Bio-Konnektoren oder angeln. Und dafür müsste ich die Quest mal aktivieren. Das heißt, wir gehen mal hier rein. Gehen mal auf die Aufgabe. Missionsbuch. Bauteile für Tora. Und aktivieren. Und jetzt muss ich hier eine Angelstelle finden. Das ist eine Meisterklinge, ne? Wo soll ich denn hier angeln gehen? Und jetzt ist hier nur so eine Plattform, ne? Ne, da kann ich nirgendwo angeln. Ja, Dwart. Ich weiß. Anni, das ist auch keine Angelstelle. Nope. Nope, 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 nope. Das ist keine. Ich möchte ungern jetzt 12.000 ausgeben, nur um da gegebenenfalls das da zu bekommen. Gut, ich könnte hier halt Aufgaben machen. Damit würde ich die Stadt natürlich aufwerten. Das will ich auch noch machen. Aber jetzt wollte ich eigentlich erstmal kurz angeln gehen. Bäckerei. Eine Bäckerei. Oh, eine Bäckerei. Und ernsthaft, hier oben ist ein See? Da ist eine Angelstelle, ein Bergungspunkt. So, jetzt probieren wir es nochmal. Ordentlich. Oh, I can't wait. Yo. Onwards. Deswegen hatte ich da so versagt, weil es echt sau schwer war an der Stelle. Es erklärt das auch einiges. I love the smell of salvage. Und jetzt gibt's auch eine entsprechende Ausbeute, denke ich mal.
Oh nein. So, wie kann ich jetzt die Klinge wechseln? Aber wie... Wie wechsle ich denn jetzt die Klinge? Nur von 3. Treasure acquired. Ernsthaft? 2 von 3 nur? Verdammt, muss ich nochmal runter. Dann nehmen wir den Standardzylinder und gehen nochmal runter. Ich kann es kaum abwarten. Aha. Jawohl. Jedenfalls ein guter Sprung. Und... Alter, wie lange tauche ich denn, dass es jetzt schon wieder Nacht ist? Ah, die Batterie lässt nach. Sollte ich mal anschließen. Oh, shit. Okay, bring it on. So. Ich weiß immer nicht, wie ich Pyra wechsle. Im Kampf hätte ich da gerne Anleitung gehabt, wie ich da wechsle. Und komm. Perfekt, exzellent. I'll keep you safe, Pyra. Salvage's honor. Thank you. That means a lot to me, Rex. Immer noch keinen gefunden. Muss ich nochmal schwimmen gehen? Okay, gut. Das machen wir diese Folge noch. Ah. Ja, warum ich den ersten immer verbocke? Keine Ahnung. This looks like it'll be something good. If they seek a fight, they shall get one. Na komm. Sabari Krabbenvieh. Warum hast du dich gedreht? Eagle Eye. Why not? Referate erhöht. Anchor shot. Ha! Rush down. Und? I guess I really saw Bash. Und nochmal ein Auto-Hit. Ha! Und komm, Pyra. Oh, no, you don't. Thanks for that. Ha! So. Und erledigt. Aber immer noch keine Bio-Konnektoren. Aber eine Kiste. Vielleicht ist ja diesmal was drin. Jawohl. Bauteile für Tara. Juhu. Und ich habe nebenbei sogar noch ein bisschen Gold bekommen. Also von dem her, geil, geil, geil. Ich freue mich auf weitere Folgen hier in Xenoblade Chronicles 2 und sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Bleibt schön cremig. Tschüss.